Bismillahirrahmanirrahim. Im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Aller Lob sei Allah, dem Herrn der Welten. Wassalatu wassalam ar Rasulillah. Und Friede und Segen sei auf dem Gesandten Allahs. Liebe Schwestern im Islam, ich spreche jetzt durch die Kamera mit euch am 01.01.2009. Für mich ist es immer wieder ein Wunder, oder was heißt ein Wunder, aber ich wundere mich immer wieder darüber, wie schnell die Zeit vergeht. Und umso älter man wird, umso schneller vergeht die Zeit. Wenn ich daran denke, dass ich im Jahre 1999 Abitur gemacht habe und jetzt haben wir das Jahr 2009 und das kommt mir vor, als wenn das gestern gewesen wäre. Und wie gesagt, umso älter man wird, umso schneller scheint die Zeit irgendwie zu vergehen. Und so alt bin ich ja auch noch nicht, aber Alhamdulillah. Alhamdulillah, dass Allah, und das kann ich wirklich sagen, mich zu dieser Religion recht geleitet hat. Dies soll meine erste Ansprache im neuen Jahr zu euch sein. Meine erste Ansprache. Und man muss sich immer wieder Gedanken über sein Leben machen. Und ich glaube, zu den größten Erkenntnissen im Leben eines Menschen gehört es, sich selber kennenzulernen. Und umso mehr man nachdenkt und umso mehr man die Augen und die Ohren und vor allen Dingen sein Herz öffnet, umso mehr erkennt man sich selber. Und ich sehe bei mir immer wieder, lerne ich immer wieder verschiedene Faktoren kennen oder erkenne vielmehr viele Faktoren, die mich dazu geführt haben, den Islam anzunehmen. Natürlich, in erster Linie ist es der allmächtige Gott, Allah subhanahu wa ta'ala, der uns zum Islam recht leitet, zu der einzig wahren Religion Gottes. Die einzige Rettung vor ewiger Bestrafung in der Hölle und der einzige Weg zum Paradies. Aber ich merke immer wieder, wie viele Faktoren es gibt, die eine Rolle gespielt haben, dass ich also im Endeffekt zu diesem Weg gefunden habe. Und als ich in den letzten Tagen meine Mutter getroffen habe und mit ihr über einige Sachen geredet habe, da habe ich mich an viele Dinge und viele Ereignisse aus der Vergangenheit erinnert. Insbesondere daran, dass, oder viel mehr wurde, also mir wurde bewusst, dass eigentlich meine Familie immer in der Gastronomie tätig war. Das heißt, meine Mutter Restaurant, Bistros und so weiter. Und das ist ein großer Vorteil, denn in der Gastronomie, auch wenn ich jetzt nicht selber da gearbeitet habe, aber ich hatte ja mit diesem Umfeld so viel zu tun, lernt man die unterschiedlichsten Menschen kennen. Es sind bei uns Prominente eingegangen, Verbrecher ein- und ausgegangen, normale Bürger ein- und ausgegangen. Die verschiedensten Menschen, auch ärmere Menschen kommen ja ab und zu essen. Das heißt, man sieht die verschiedensten Menschen, mit unterschiedlichen Background. Also mit unterschiedlicher Abstammung, mit unterschiedlichen sozialen Verhältnissen, mit unterschiedlichen Berufen und so weiter und so fort. Und man merkt immer wieder eine Sache, dass diese Menschen nicht wissen, was der Sinn ihres Lebens ist. Subhanallah. Und das ist immer wieder und bei so vielen Menschen in Deutschland immer wieder dieselben Themen gibt. Wie ist das Wetter heute? Ach nee, heute ist es wieder am Regen. Ach nee, was für ein Wetter. Oh, heute ist es aber heiß, Mensch, was ist das so heiß? Oh. Ja, so das Wetter zum Beispiel, ganz spezielles Thema. Oder wenn dann die Fußball-Europameisterschaft oder die Fußball-Weltmeisterschaft ist, wie dann plötzlich, weiß ich nicht, Millionen deutscher Bürger plötzlich zum potenziellen Nationaltrainer werden. Och nee, der Beckenbauer, och der Fuchs, nee, der Klinsmann, oh, die haben alle keine Ahnung vom Fußball. Das muss man doch so und so machen, ja. Und dieses typische Gelaber, insbesondere bei den Menschen, bei dem Otto-Normalverbraucher, ja. Man merkt, dass eigentlich dieses Ganze, auch in die Kneipe gehen oder ins Restaurant gehen, dass es einfach dazu da ist,
um seine Zeit totzuschlagen und um das Geld auszugeben, in den meisten Fällen. Und das liegt daran, dass die Menschen nicht wissen, was der Sinn ihres Lebens ist. Wenn man dann selber darüber nachdenkt, wofür lebt man, was ist der Sinn des Lebens, dann kommen dann natürlich die Islam-Hasser und sagen, ach ja, alle Leute, die den Islam angenommen haben, das sind alle Leute, die kamen mit ihrem Leben nicht zurecht. Ja, wenn alle Leute, die mit ihrem Leben nicht zurechtkommen, den Islam annehmen würden, dann hätten wir in Deutschland ja keinen einzigen Nicht-Muslim mehr. Weil wer kommt denn in Deutschland mit seinem Leben klar? Wer denn? Alle 48 Minuten ein Selbstmord. Jede zweite, dritte Ehe geschieden. Wer kommt denn mit seinem Leben klar? Wie viele Leute sind alkoholabhängig? 150.000 Menschen hier jährlich am Rauchen. 50.000 oder noch mehr am Alkohol. Am Alkoholkonsum. Das heißt, warum? Weil die Menschen nicht mit ihrem Leben klarkommen. Das Seltsame ist, wenn jemand sagen würde, ich bin Christ geworden, Jesus-Freak, dann würde man so, ach, das ist aber ein intelligenter Mann. Der hat sich mit dem Leben auseinandergesetzt und dann ist er zu der Schlussfolgerung gekommen, dass Jesus der Sinn seines Lebens ist, sozusagen. Ja? Wenn aber jemand sagt, als Muslim, ich habe nach dem Sinn in meinem Leben gesucht, und habe den gefunden und habe mich mit Religion auseinandergesetzt auf intellektueller Basis, objektiv verglichen, Vergleiche gezogen, dann heißt es ja, der hat keine Ahnung, der ist bescheuert. Wenn jemand den Islam annimmt, ja, zum Beispiel, ich kenne jemanden, der ist momentan im offenen Vollzug, der hat den Islam angenommen, Alhamdulillah. Vorher war er drogenabhängig gewesen. Ja, deswegen, das ist auch der Grund, warum er in den Knast reingekommen ist. Dann, als er den Islam angenommen hat, dann musste er erstmal im Gefängnis zum Psychologen. Wenn der weiter gekifft hätte und weiter Drogendealer geworden geblieben wäre und hätte sich mit den anderen Leuten dort, ja, die Mithäftlinge, wenn er sich mit denen darüber unterhalten hätte, wie das nächste Ding drehen kann, wenn er rauskommt, dann wäre er ganz normal. Das ist ein normaler Mensch. Aber wegen Islam, da muss doch irgendwie, wie kommt das denn, dass die den Islam annehmen? Ne? Weil es ist klar, der Mensch, der natürlich nur so weit denkt bis zu seinem Fernseher, ja, das heißt 3 Meter und umso schlechter die Augen werden, ja, wird es dann immer weniger bis zum Fernseher. Jedenfalls, ist klar, ist klar, dass der sich da nichts drunter vorstellen kann. Deswegen, für denjenigen, der wirklich was von Islam wissen will, ich will keinen beleidigen, er sollte sich damit auseinandersetzen. Und ich sage direkt von vornherein, wir sind keine Versicherungsvertreter. Direkt 1.1.2009, unsere Botschaft, Allah sagt im Koran, Sure 3, Vers 85, وَمَنْ يَبْتَغِ Und wer sich eine andere Religion als den Islam wünscht, sie wird von ihm niemals angenommen werden. Und er wird im Jenseits zu den Verlierern gehören. Verlierer heißt in diesem Fall ewige Bestrafung in der Hölle. So, um darauf zurückzukommen, das heißt, der eine, der Jesus-Freak wird, der ist ganz normal, der ist ein cooler Typ, der weiter kifft, weiter Drogen nimmt, sich weiter die Nase zieht, das ist auch ganz normal, aber der Muslim wird, der ist nicht normal. Da wird dann gefragt, wie kann es sein? Was? Ich habe noch nie über eine Studie gehört, dass irgendjemand Christ wird, dass dann irgendwelche Theorien aufgestellt werden, wie es doch dazu kommen kann, dass der Mensch dann Christ geworden ist. Wie kann es dazu kommen? Ist klar, bei den Christen. Anderes Beispiel. Ne? Damals, ich weiß noch, im Konfirmationsunterricht kam es dann dazu, dass ein Junge getauft wurde. Der war noch ziemlich jung, noch minderjährig. Der konnte selber entscheiden in dem Sinne oder je nachdem. Und dann haben alle gesagt, Mensch, so ein intelligenter Junge, dass er in diesem Alter schon über Gott und die Welt nachdenkt. Wenn aber heute ein 14-jähriger Junge, wenn ein 14-jähriger Junge heute den Islam annimmt, dann gehen direkt die Alarmglocken an. Manipuliert, er wurde manipuliert, wer hat mit ihm geredet, Gehirnwäsche und so weiter. Warum wird das nicht im selben Fall
bei demjenigen so gehandhabt oder mit demjenigen so verfahren oder von diese oder warum hat man nicht dieselbe Annahme bei demjenigen, der Christ wird? Das nur dazu als kurze Einleitung und ich hoffe, dass das einige Leute vielleicht zum Nachdenken bringt. Wir haben uns Gedanken darüber gemacht, wie können wir es schaffen, die muslimische Jugend und auch die Nicht-Muslime mit dem Islam wirklich vertraut zu machen und zu praktizieren, Muslimen zu machen. Darüber haben wir uns Gedanken gemacht. Und da wir hier eigentlich ein bisschen dämlich sind, ja, wir sind nicht besonders intelligent, aber Allah gibt uns irgendwie immer sehr gute Ideen. Und da ist die Idee, wir müssen erstmal die Medien verstehen. Heutzutage, das ist ein Zeitalter der Medien. Die Medien, ist jedem bekannt, haben einen großen Einfluss auf die Menschen. Und es gibt verschiedene Medien. Es gibt elektronische Medien und nicht elektronische Medien. Nicht elektronische Medien sind beispielsweise Zeitungen, Magazine und so weiter. Elektronische Medien sind beispielsweise Radio, Fernseher und so weiter. Und es ist festgestellt worden, dass die elektronischen Medien einen größeren Einfluss auf den Menschen, auf das Denken des Menschen haben, als die nicht elektronischen Medien. Unter den nicht elektronischen Medien, die visuell und also zum Beispiel Fernseher und so weiter, oder sagen wir vielmehr, unter den elektronischen Medien, die über Audioeinflüsse den Menschen die Botschaft rübergeben, wie zum Beispiel das Radio, oder Bilder, Fernsehen, ist festgestellt worden, dass Bilder mehr Einfluss haben als das, was man hört. Und es ist bewiesen worden, dass das, was man hört und sieht, am meisten Einfluss hat. Von daher das Bild und die Sprache hat einen riesengroßen Einfluss auf den Menschen. Warum hat das Hören oder das Hören mehr Einfluss was man liest, weil man mit seiner Stimme viel machen kann, weil man viel hört, weil man Emotionen heraushört, die sich übertragen auf den Gegenüberliegenden. Und dann gibt es noch periodische Medien und nicht-periodische Medien. Periodische Medien sind Medien, die in einem regelmäßigen Abstand kommen, wie zum Beispiel die Nachrichten im Fernsehen, die kommen in einem regelmäßigen Abstand. Nicht-periodische Medien dagegen wären beispielsweise ein Kinofilm. Auf die Meinung des Menschen haben periodische Medien einen größeren Einfluss als nicht-periodische. Auch wenn der Kinofilm jetzt vielleicht von Millionen Menschen gesehen wird, aber den guckt er sich einmal an. Der hat nicht so viel Einfluss wie eine tägliche Information. Dann haben wir überlegt, was ist die wichtigste Botschaft und die erste Botschaft des Islam? Die erste Botschaft ist La ilaha illallah. Es gibt keinen, der das Recht hat, angebetet zu werden. Es gibt keinen wahren Gott außer Allah. Das ist das Kalima Tawhid, das Wort des Tawhid, der Einzigkeit, die Einzigkeit bezeugen des allmächtigen Gottes. Und was wir wollen ist, wir wollen, dass die Menschen diese Botschaft richtig mit sich tragen. Und deswegen werden wir versuchen, inshallah, jeden Tag in diesem neuen Sonnenjahr eine kurze Botschaft auf Video rüberzubringen, um den Menschen die Botschaft des Islam richtig beizubringen. Welches Buch haben wir da erwähnt? Natürlich könnte man den Koran erwähnen, aber ganz ehrlich gesagt traue ich mir das nicht ganz zu. Und wir wollen über Tauhid speziell reden. Und der Koran besteht aus drei großen Themen: Tauhid, Qissas und Ahkam. Qissas sind Geschichten und Ahkam sind halt bestimmte Regeln. Das sind die drei großen Themen des Korans. Wir wollen gerade diese Verse herauspicken, die über Tauhid reden, denn der Tauhid ist der Anfang von allem. Und gleichzeitig wollen wir Hadithe bringen, die über Tauhid sprechen, damit wir dieses Thema auch richtig verstehen. Jeden Tag etwas, inshallah, bis wir mit einem anderen Thema anfangen. Und das wird dann vielleicht nur 10 bis 30 Minuten sein. Vielleicht wird nur der Hadith erwähnt, vielleicht wird nur der Ayat, der Vers aus dem Koran erwähnt. Aber das ist eine sehr wichtige Sache, denn wenn wir dieses Programm verfolgen, dann werden wir inshallah Tauhid richtig verinnerlichen. Und der Prophet Mohammed sallallahu alaihi wasallam sagt,
Man schaida an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah sidqan min qalbihi haramallahu ala nar. Wer wahrhaftig von seinem Herzen bezeugt, dass niemand das Recht hat, angebetet zu werden außer Allah, und dass Muhammad der Gesandte Allahs ist, Allah macht das Höllenfeuer haram, verboten für ihn. Deswegen wollen wir diese Botschaft verinnerlichen. Und deswegen werden wir inshallah anfangen, jeden Tag Ayats, inshallah, Ayats, Verse und Hadithe über dieses Thema zu erwähnen. Zur selben Zeit haben wir gemerkt, dass viele Menschen in die Irre gehen, nicht dem richtigen Islam folgen, weil sie kein Wissen haben von der arabischen Sprache. Und natürlich ist es nicht für jeden Menschen leicht, die arabische Sprache zu lernen. Insbesondere, wenn man keinen Lehrer hat. Insbesondere, wenn man keine richtige Motivation hat. Und insbesondere, wenn man nicht jeden Tag sozusagen motiviert wird. Denn der Scheitan kommt und sagt, ach komm, morgen, 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 morgen. Und dann ist plötzlich ein Monat vergangen. Deswegen wollen wir zur selben Zeit bei diesen Durus, bei diesen Unterrichten über Tauhid, wollen wir Arabisch beibringen. Und deswegen sagt all euren Brüdern, all euren Schwestern Bescheid, dass sie teilnehmen an diesem Unterricht. Denn wir müssen eins verstehen. Die arabische Sprache oder allgemein eine Sprache besteht sozusagen, oder um sie zu beherrschen, muss man die Grammatik lernen und man muss Vokabeln lernen. Natürlich, das ist jetzt kein reiner Arabischunterricht, sondern was ich machen will, ist, ich möchte bei jedem Unterricht mehrere Vokabeln beibringen. Und wir werden die dann in deutscher Umschrift aufschreiben und die deutsche Bedeutung geben. Mehrere Vokabeln, bis zu 5. Wenn wir inshallah jeden Tag 5 Vokabeln lernen, ja, dann haben wir schon nach einem Jahr mehr als 1500 Vokabeln. Und man sagt, um eine Sprache richtig zu beherrschen, braucht man ungefähr 2000 Vokabeln. Das heißt, wenn man wirklich kontinuierlich mitmacht und jeden Tag 5 neue Vokabeln dazulernt, da kann man wirklich sehr gut davon profitieren. Zur selben Zeit gebe ich euch den Ratschlag, zum Beispiel zur Volkshochschule zu gehen, dort einen Arabischkurs zu machen. Wir werden auch auf einige, später, wenn wir etwas fortgeschritten sind, auf einige grammatikalische Regeln eingehen. Wir werden auch jemanden bringen, inshallah. Aber das ist jetzt außerhalb von dieser Unterrichtsreihe, die ich durchführe, oder von meinen Unterrichten, der beibringt über Internet, über unsere Seite, wie man Arabisch liest und schreibt. Und man kann wirklich, wenn man dies kontinuierlich verfolgt, man guckt sich jeden Tag den Unterricht an und lernt diese Vokabeln auswendig. Das heißt, man hat wirklich nach einer bestimmten Zeit, nach einem Jahr, die Fähigkeit, selber Dinge zu verstehen. Weil wir haben gesehen, beispielsweise bei der Diskussion jetzt mit den Ahbesh, dass viele einfach in die Irre gehen, weil ihre Gelehrten ihnen irgendeinen vom Pferd erzählen, ja, und sie folgen ihnen blind. Und wenn sie zu den Büchern zurückgehen würden, wie zum Beispiel Ihya Ulumuddin und so weiter, würden Sie sehen, dass dort ganz klar drinsteht, dass zum Beispiel Ahmed ibn Hanbal eine andere Akida hatte, als die Akida der Ahbash beispielsweise, als banales Beispiel jetzt. Das heißt, mit rudimentärem Wissen von der arabischen Sprache kann man sehr viel erreichen. Und das wollen wir praktizieren. Und ich bitte Allah subhanahu wa ta'ala, uns Ikhlas in dieser Sache zu geben, Aufrichtigkeit, damit es am jüngsten Tag in unserer Waagschale liegt. Und sagt all euren Geschwistern Bescheid und kommt auf unsere Seite Einladung zum Paradies, damit wir dies praktizieren können. Und ich freue mich über jeden Einzelnen, der diese Unterrichtsreihe mitmacht. Und das kann man natürlich dann auch wiederholen. Damit wir wirklich nach einem Jahr Leute sind, damit wir vielleicht hunderte oder tausende Menschen haben, die ein gewisses Wissen von der arabischen Sprache haben und vor allen Dingen auch diese Ayats von Tauhid verstanden und verinnerlicht haben. Weil, ich muss ganz ehrlich sagen, viele Leute sagen, ja, MashaAllah, guck mal, wie viele Leute Muslim geworden sind durch dich. Erstmal, das ist nicht richtig, sondern Allah subhanahu wa ta'ala ist derjenige, der die Menschen recht leitet. Und wir sind ein Werkzeug. Aber
Es ist bei mir immer so, dass wenn ich sehe, dass jemand zum Islam übergetreten ist, dass ich mir dann in der zweiten Sekunde Sorgen mache, was wird mit diesen Menschen in Zukunft sein? Und so können wir, liebe Brüder und Schwestern, zusammenhalten. Wir sind eine Einheit und wir sehen uns jeden Tag. Auch wenn ich euch nicht sehe, ihr seht mich. Und wir sind eine Einheit und unsere Herzen sind verbunden. Und ihr hört meine Worte. Und inshallah, macht Dua für mich, dass Allah diese Taten akzeptiert. Und ich würde mir wirklich wünschen, wenn wir in einigen Jahren hunderte Leute, tausende Leute in Deutschland haben, die in ihren Moscheen sitzen und den Menschen Tauhid beibringen können. Holt euch ein Heft, schreibt diese Hadithe auf und glaubt mir, ihr werdet richtig profitieren. Ich bedanke mich bei euch. Jazakumullahu khairan, möge Allah euch belohnen. Subhanak Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Und bitte vergesst nicht, sagt allen Brüdern und Schwestern Bescheid, damit sie an diesem Unterricht teilnehmen und die Seite inshallah oder den Unterricht täglich besuchen. Jazakumullahu khairan. Allah.